Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch die Neuerscheinungen vom Februar für euch und ja, es sind im Februar wieder einige Bücher auf meiner Liste gelandet und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Die ersten 6 Bücher, die ich euch jetzt zeigen werde, erscheinen alle am 1. Februar und das ist schon echt ziemlich viel. 6 Bücher am 1. Februar. Läuft, würde ich sagen. Und ja, fangen wir mit dem ersten Buch an, und zwar ist das Honey Bad Gears von Gea Aiken. Honey Bad Gears ist der erste Teil einer neuen Gestaltenwandlerreihe von Gea Aiken und ich lese euch mal vor, worum es in Honey Bad Gears geht. Als Grizzly-Gestaltenwandler war Burke Dunn schon in vielen ungewöhnlichen Situationen. Doch dass eine hübsche, nackte Frau wie aus dem Nichts auf seinem Balkon auftaucht, findet selbst er merkwürdig. Doch dann fordert die Unbekannte auch noch von ihm, dass er ihr seine Pistole überlässt. Burke findet heraus, dass sie eine Honigdachs-Gestaltwandlerin ist und verliert sein Herz an sie. Doch Charlie Taylor McKilligan muss ihre kleine Schwester vor ihrem mordlustigen Vater beschützen und es passt ihr gar nicht, dass Burke sich plötzlich als ihr Aufpasser aufspielt. Immerhin sind Honigdachse Überlebenskünstler. Aber Burke ist unverschämt sexy, das muss Charlie zugeben. Vielleicht jagt sie ihn nicht fort, wenn er denn mit ihr mithalten kann. Und ja, ich liebe ja die Gestaltwandlerei von Nalini Singh und ich finde, dass das hier auch echt richtig, richtig cool klingt. Und ich bin sehr gespannt auf Honey Bad Gears. Ich weiß nicht, ob ich es im Februar mitlesen werde. Keine Ahnung, ich gehe mal nicht davon aus, da ich ja dieses Jahr eher mich Richtung Subabbau wenden möchte. Aber falls es mir irgendwie durch Zufälle in die Hände gerät, dieses Buch, dann werde ich es auf jeden Fall mitlesen. Und ja, das ist Buch Nummer 1 von den 6, die am 1. Februar erscheinen. Dann haben wir Buch Nummer 2, Golden Dynasty von Jennifer Armentrout, der erste Teil der The Vincent-Saga. Und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Angst vor diesem Buch, denn der Klappentext klingt stark Richtung Bourbon Kings. Ihr wisst, ich hasse Bourbon Kings. Ich fand das Buch ja so grottig und schlecht und furchtbar und bäh und ach, keine Ahnung. Und ja, wenn ich mir hier den Inhalt von Golden Dynasty angucke, werde ich total an Bourbon Kings erinnert. Deswegen habe ich so ein ganz kleines bisschen Angst vor dem Buch. Aber es ist Jennifer Armentrout. Deswegen denke ich jetzt eigentlich nicht, dass dieses Buch kacke wird, aber ich habe so ein ganz kleines bisschen Angst davor. Ich lese euch mal vor, worum es im ersten Teil der The Vincent-Saga geht. Eine Familie, aufgebaut aus Sünden und Skandalen. Julia ist fassungslos, dass dieser berüchtigte Clan sie als Krankenschwester engagiert hat. Aber nochmal schockiert sie, dass sie einen der Brüder bereits persönlich kennt. Sehr persönlich. Mit Lucien, dem jüngsten und wildesten Spross der Familie, hatte sie erst gestern eine heiße Nacht. Und er könnte ihr gefährlicher werden als alle Intrigen und dunklen Geheimnisse, in deren Strudel sie hinter den Toren des prächtigen Anwesens gerät. Mehr steht hier nicht. Und ich finde, das klingt so dezent nach Bourbon Kings und ich habe da echt so ein bisschen Angst vor. Aber es ist Jennifer Armentrout. Ich werde dieses Buch auf jeden Fall lesen. Ich habe auch schon die Info bekommen, dass ich dieses Buch netterweise vom Verlag bekommen werde. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und werde euch dann natürlich berichten, ob es mir gefallen hat. Ich hoffe es. I hope so. Aber es ist Jennifer Armentrout. Warum nicht? Wir werden sehen. Und das dritte Buch vom 1. Februar ist Du bist alles von Isabel Ronan. Das ist die Vorgeschichte zu Du bist mein Feuer. Das ist die Geschichte von Kara und Cameron. Und ich muss sagen, dass ich ja Du bist mein Feuer ganz gut fand, aber mich da auch sehr, sehr viel gestört hat an dieser Geschichte. Und das war ja auch so ein dickes Buch. Und ich habe mir jetzt Du bist alles erstmal nicht aufgeschrieben auf den unbedingt Lesenzettel. Ich fand damals, als ich Du bist mein Feuer gelesen habe, die Geschichte von Karen Cameron sehr, sehr interessant. Man fragt sich auf jeden Fall, was so da dahinter steckt. Und jeder, der Du bist mein Feuer wirklich gut fand, sollte Du bist alles auf jeden Fall lesen, denke ich. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch denn genau geht. Seit dem Zusammentreffen mit ihr bin ich dieser temperamentvollen Frau verfallen. Nie zuvor habe ich so empfunden. Ich brauche sie wie die Luft zum Atmen. Aber wir können nicht zusammen sein, auch wenn ich in Caras Augen dasselbe verzehrende Feuer entdecke, das auch in mir lodert. Egal wie sehr ich mich danach sehne, sie zu berühren, ich muss mich von Cara fernhalten. Denn es gibt Dinge aus meiner Vergangenheit, die sie nicht über mich weiß, die sie nie erfahren soll. Dinge, vor denen ich sie schützen muss. Und wenn ich erneut schwach werde, ist alles um uns herum verloren. Und ich finde, das klingt echt nach einer richtig, richtig guten Geschichte. Und ja, wie gesagt, vielleicht lese ich es irgendwann auch mal mit, aber es steht jetzt nicht auf meinem unbedingt sofort Lesenzettel. Aber jeder, der Du bist mein Feuer gut fand, sollte sich die Geschichte auf jeden Fall angucken. Und das vierte Buch vom 1. Februar ist Blutgesang von Julia Lange. Und das ist eine High-Fantasy-Geschichte und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. In Midea, der Stadt der schönen Künste, leben Menschen und das musikalisch begabte Volk der Zartasi Seite an Seite, seit die Drachen ausgerottet wurden. Die ehemaligen Drachenjäger sorgen nun als Hüter für Sicherheit. Nachdem verfluchtes Blut regelmäßig bei Menschen zu unkontrollierbarer Wut führt, sodass diese eingesperrt werden müssen.
ein Schicksal, das auch dem jungen adligen Valerian droht. Auf der Flucht begegnet er der zatarischen Sängerin Elesi, die selbst eine Rechnung mit den Hütern offen hat. Weder Valerian noch Elesi können ahnen, dass sie nur benutzt werden. Und ich finde, das klingt eigentlich nach einer interessanten Geschichte. Man erfährt jetzt hier noch nicht wirklich so viel zum Inhalt, aber ich habe mir das Buch auf jeden Fall auch mal mit auf meinen irgendwann mal Lesenzettel geschrieben. Das war Buch Nummer 4, kommen wir zu Buch Nummer 5 vom 1. Februar, und zwar ist das Heartless, der Kuss der Diebin. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Ich muss sagen, ich finde das Cover von Heartless wirklich wunderschön und ich finde auch, der Inhalt klingt richtig, richtig gut, und ich lese es euch jetzt mal vor. Sarah ist mutig, stark und schön und eine Gefangene, denn ihr Herz ist in der Gewalt einer Hexe. Wenn Sarah ihre Freiheit zurück will, muss sie einen unmöglichen Auftrag ausführen: das Herz des Kronprinzen Lucien stehlen. Um nah genug an den Prinzen heranzukommen, tarnt Sarah sich als adelige Heiratskandidatin und nimmt an der Brautwahl im Königspalast teil. Der ebenso unverschämte wie attraktive Prinz Lucien hat bisher noch jede Bewerberin um seine Hand abgelehnt. Aber gegen seinen Willen fasziniert ihn die selbstbewusste Sarah. Als sich zwischen dem Prinzen und der Attentäterin ein knisterndes Katz-und-Maus-Spiel entspinnt, muss Sarah sich fragen, ob ihre Gefühle für Lucien wirklich nur gespielt sind. Oder ob sie gerade dabei ist, sich in ihr Opfer zu verlieben. Und ich finde, das klingt wirklich nach einem richtig, richtig coolen Ansatz, denn wie soll sie ihn bitte noch verraten und in Gefahr bringen, wenn sie sich in ihn verliebt? Und ich finde, das klingt wirklich nach einer richtig coolen Geschichte und Heartless, der Kuss der Diebin, 1. Februar, wisst Bescheid. So, ein Buch haben wir noch vom 1. Februar, und zwar ist das der zweite Teil zur Sturmtochter von Bianca Iosivoni. Hier kann ich euch zum Inhalt nichts verraten, weil es der zweite Teil ist und das eine zusammenhängende Geschichte ist. Ich habe den ersten Teil auch noch nicht gelesen und ich möchte mich hier selber nicht spoilern, deswegen sei es an dieser Stelle nur einmal so erwähnt, am 1.2. zweiter Teil von Sturmtochter. Damit wären wir beim 11. Februar, und für dieses Datum habe ich mir drei Bücher aufgeschrieben. Zum einen Brave, den dritten Teil der Wicked-Reihe. Da das der dritte Teil ist, das auch eine zusammenhängende Geschichte ist, kann ich euch auch hier zum dritten Teil nichts verraten, ohne euch gegebenenfalls zu spoilern. Deswegen werde ich dazu jetzt auch nichts weiter sagen, außer ich freue mich schon so auf dieses Buch. Oh mein Gott, ich liebe diese Reihe jetzt schon. Ich bin schon so gespannt, wie das jetzt am Ende alles ausgehen wird. Und Brave, wie gesagt, erscheint am 11. Februar. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben Die Tochter der Hexe. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Badcombe, England, im Jahr 1628. Fassungslos muss die junge Beth Hawksmith mit ansehen, wie ihre Mutter als Hexe hingerichtet wird. Doch damit nicht genug. Die Hexenjäger sind auch hinter ihr selbst her. Verzweifelt vertraut sich Beth dem geheimnisvollen Gideon Masters an, von dem man hinter vorgehaltener Hand munkelt, er sei ein Schwarzmagier. Und tatsächlich zwingt Gideon Beth zu einem dunklen Pakt, Dorset, im Jahr 2007. Beth hat sich in der ruhigen Ortschaft Mudriverse ein Leben aufgebaut. Dank ihrer Kräutermischungen und homöopathischen Heilkünste ist sie bei den Einheimischen hoch angesehen. Keiner ahnt, dass die freundliche, attraktive Frau in Wahrheit eine unsterbliche Hexe ist. Bis Beth eines Tages von den finsteren Mächten ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Und ich finde, dieses Buch klingt auch wirklich sehr, sehr interessant, und ich bin gerade irritiert. Milo, was machst du denn da? Milo hat ausgeschlafen und rollert sich jetzt auf dem Rücken rum. Okay. Ich finde auf jeden Fall, dass das Buch echt interessant klingt, deswegen habe ich es mir auf jeden Fall auf meinen irgendwann mal zu lesen Zettel geschrieben. Und mal schauen. Also ich habe jetzt auch noch nichts weiter von dem Buch gehört. Ich werde mal gucken, ob ich dazu ein, zwei Rezensionen finde. Mal gucken, was die anderen, die das gelesen haben, so erzählen und berichten. Und das dritte Buch, was ich mir noch für dieses Datum aufgeschrieben habe, ist The Bells, Schönheit regiert. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Glitzernd, glanzvoll, grausam. Willkommen in der Welt der Bells. Die Welt von Orleans wird von Hässlichkeit bestimmt. Nur die Bells können den Menschen Schönheit verleihen. Camellia ist eine Belle, schön, begehrt, mit magischen Fähigkeiten. Am Königshof will sie allen zeigen, dass sie die Beste ist. Doch hinter den schillernden Palastmauern lauern dunkle Geheimnisse. Camellia erkennt, dass ihre Fähigkeiten viel stärker und gefährlicher sind, als sie es je für möglich gehalten hätte. Sie sind eine Waffe, die sich andere zunutze machen wollen. Daher muss sie sich entscheiden, soll sie die Tradition der Bells bewahren oder ihr eigenes Leben riskieren, um ihre Welt für immer zu verändern. Das Schicksal der Bells und von Orleans liegt mit einem Mal in ihren Händen. Und ich finde, das klingt nach einer echt interessanten Geschichte, deswegen habe ich es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben und steht auf meinem irgendwann mal Lesenzettel, wie die meisten Bücher im Moment, weil ich einfach aus meiner Superbo betreiben möchte, bevor ich hier wieder neuen Sub aufbaue. Ihr wisst schon. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, und zwar erscheint das am 15. Februar und heißt Alles, Nichts und ganz viel dazwischen und ist von Ava Reed. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Der Abschluss. So viele Dinge, die zu tun sind. Und danach? Ein Studium, eine Ausbildung, Reisen?
Leni ist ein glückliches Mädchen voller Träume, bis etwas in ihr aus dem Gleichgewicht gerät. Es beginnt mit zu vielen Gedanken, die zu Übelkeit, Panikattacken und Angst vor der Angst werden. All das ist plötzlich da und führt zu einer Diagnose, an der Leni zu zerbrechen droht. Nichts scheint zu funktionieren, keine Therapie, keine Medikation. Bis sie Matti trifft, der ein ganz anderes Päckchen zu tragen hat und ihn auf eine Reise begleitet, die sie nie antreten wollte. Und ich finde, das klingt echt richtig, richtig gut. Ich bin sehr gespannt auf diese Geschichte und wie gesagt, irgendwann werde ich sie auch definitiv mal mitlesen. Es steht auf jeden Fall auf meinem Irgendwann-Lesen-Zettel. Oh Mann, ich kann heute immer nur sagen, es steht irgendwann mal auf meinem Alles-zu-Lesen-Zettel. Machen wir weiter mit den nächsten Büchern und zwar erscheint am 19. Februar der zweite Teil zu Broken Darkness. So vollkommen und da der zweite Teil direkt auch an den ersten Teil von Broken Darkness anknüpft und die ersten beiden Teile zusammengehören, der dritte und der vierte sind dann eigenständige Teile, aber die ersten beiden gehören halt so zusammen. Deswegen kann ich zum zweiten Teil nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass der erste Teil ein mega, mega, mega fieses Ende hat und einen fiesen Cliffhanger und der zweite Teil halt genau da ansetzt und deswegen würde ich euch spoilern und mich spoilern und das möchte ich nicht. Deswegen werde ich jetzt zu Broken Darkness nichts weiter vorlesen, aber ich freue mich schon sehr auf den zweiten Teil und ich fand den ersten wirklich richtig gut und ja, falls ihr mehr zu diesem Buch wissen wollt, schaut im Video vorbei, es ist auf jeden Fall schon online. Dann ebenfalls am 19. Februar erscheint Das Herz der Zeit, die unsichtbare Stadt. Ich habe mir zu diesem Buch die Inhaltsangabe auch nicht rausgesucht, denn irgendwo musste ich ja mal ein bisschen was einkürzen. Wenn euch das Buch aber interessiert, schaut es euch an. Ich verlinke euch alle Bücher wie immer unten in der Infobox. Dann könnt ihr direkt zu Amazon oder so switchen und euch das Buch dort angucken und den Inhalt lesen. Und ja, wie gesagt, erscheint auch am 19.2. Und dann sind wir auch schon beim 28.2. Und alle fünf Bücher, die jetzt noch kommen, erscheinen am 28. Februar. Beginnen wir mit dem dritten Teil zu Elias und Laia. Hier werde ich auch nichts zum Inhalt sagen, weil es, wie gesagt, der dritte Teil ist. Ich habe die ersten beiden Teile auch immer noch nicht gelesen. Wollte sie gern lesen, habe ich aber immer noch nicht gemacht. Muss ich auch irgendwann mal machen, aber wer weiß wann, ich kann es im Moment nicht sagen. Schauen wir mal, aber sie stehen auf jeden Fall auf meiner Leseliste. Ich möchte diese Bücher definitiv noch lesen, aber ich weiß halt nicht wann. Ich habe sie auch noch nicht da, deswegen muss ich sie mir irgendwann auch mal kaufen. Aber alles ganz entspannt. Susi, du musst es super bauen. Dann erscheint noch Gold und Schatten, das erste Buch der Götter. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Seit Livias 16. Geburtstag gehen seltsame Dinge mit ihr vor. Plötzlich kann sie die Stimmen von Pflanzen hören und mit ihnen reden. Auch der Umzug nach Paris vor ein paar Wochen hat nichts daran geändert. Zum Glück kann Livia sich ablenken, als sie den draufgängerischen und geheimnisvollen Mael kennenlernt und sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Er verbringt seine Zeit am liebsten in den verbotenen Katakomben der Stadt. Was Livia noch nicht weiß, er ist niemand Geringeres als Hades Sohn und sie eine Nymphe, deren Hilfe er dringend braucht. Und ich mag ja Göttergeschichten total und ich bin schon sehr gespannt auf diese Geschichte. Sie steht auf jeden Fall auf meinem Lesezettel und das ist auch nur eine Dilogie. Das heißt, es kommt dann noch ein zweiter Teil und ist diese Reihe auch schon wieder beendet. Ich mag ja Dilogien, weil das wirklich dann sehr, sehr schnell wieder beendet ist, diese Reihe. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Geschichte und werde mir dazu auf jeden Fall auch einige Rezensionen mal angucken. Ich bin schon sehr gespannt und ja, wie gesagt, erscheint am 28. Februar. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Die letzte Königin, Das schlafende Feuer. Das ist auch der erste Teil einer Trilogie, glaube ich. Und ich finde auch, dass diese Geschichte wirklich richtig, richtig cool klingt. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Die 18-jährige Kalinda ist behütet bei der Heiligen Schwesternschaft aufgewachsen. Doch ein Besuch des Tyrannen Raj Tarek reißt sie abrupt aus ihrem friedlichen Leben heraus. Sie soll die 100. Ehefrau des Herrschers werden. Ein Platz, den sie gegen die anderen Ehefrau und Kurtisanen Tareks im Zweikampf verteidigen muss. Ihr einziger Trost in der feindlichen Welt des Hofes ist ihr junger Leibwächter Devin Naik. Ihn zu lieben ist ihr verboten, doch Kalinda begreift schon bald, dass sie niemals die Frau des grausamen Tarek sein kann. Ihre einzige Chance liegt in der verborgenen Macht, die tief in ihr schlummert. Und ich finde, das klingt echt richtig, richtig gut. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und ja, Die letzte Königin. Ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben und bin sehr gespannt, wie das Buch so sein wird. Werden wir auf jeden Fall auch einige Rezensionen mal angucken und mal gucken, was die Leute so sagen. Aber ich vermute mal, dass es wieder eine ganz, ganz tolle Geschichte wird. Sie erscheint im Lux Verlag. Ich mag alle Geschichten aus dem Lux Verlag. Der Lux Verlag ist echt mein Tod. Ja, zumindest für meinen Geldbeutel. Zwei Bücher habe ich jetzt noch und das sind beides auch Fortsetzungen einer Reihe. Und zwar zum einen die Fortsetzung von der Amanto Brothers Reihe, das ist der zweite Teil Fearless. Ich werde euch auch hier vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Und dann haben wir noch Maybe the Slaw, das ist der zweite Teil der Colorado Ice Reihe. Und auch da werde ich euch vorlesen, worum es geht. Wir fangen aber mal mit Fearless an. Nachdem ihr Ehemann sie monatelang hintergangen hat, ist die Scheidung für Marine Green nur eins, ein Grund zur Party. Aber noch während sie in einer Bar ihre Freiheit feiert, trifft sie ihn, Dante Amanto.
den Mann, der ihr Leben auf den Kopf stellt. Denn Dante will sie, das zeigt Amarin deutlich. Die Leidenschaft und die Hingabe, mit der er sie umgarnt, wecken dabei Gefühle in ihr, die sie längst vergessen glaubte. Dante schafft es, ihre Mauern einzureißen. Doch in dem Moment, in dem Marin sich mit Haut und Haaren hingibt, enthüllt Dante ein Geheimnis, das alles verändert. Und ich finde, das klingt auch wieder nach einem ganz, ganz tollen zweiten Teil. Ich fand den ersten Teil der Amanto Brothers Reihe Heartless ja wirklich ganz, ganz süß. Es war kein perfektes Buch. Es war so ein bisschen an manchen Stellen mir zu kurz und zu schnell. Und das war kein perfektes Buch, aber ich fand die Geschichte wirklich toll erzählt. Und es hatte einen tollen Hintergrund und es war wirklich gut gemacht. Deswegen freue ich mich auch schon auf den zweiten Teil. Ich werde vieles auf jeden Fall versuchen, irgendwie dann gleich mitzulesen. Inwieweit mir das gelingt, weiß ich nicht. Ich muss gucken, was der Geldbeutel sagt, aber ich habe es mir auf jeden Fall auf meinen unbedingt lesen Zettel geschrieben, denn ich möchte ja die Reihe auch weiterlesen. So, soviel zu Fearless. Kommen wir jetzt zu Maybe This Love, dem zweiten Teil der Colorado Ice Reihe. Und auch dieses Buch möchte ich gerne gleich lesen. Ich habe ja Maybe This Time gelesen, fand ja den ersten Teil auch wirklich richtig, richtig süß und wirklich total goldig und toll gemacht. Und viele hatten ja Probleme beim ersten Teil mit der Sichtweise, denn dieses Buch ist so aus so einer Erzählersicht geschrieben. Jeder, der Nalini Singh kennt, weiß, was ich meine, weil sie schreibt auch immer aus so einer Erzähler-Ich-Perspektive. Das ist so eine ganz, ganz komische Mischung. Und viele kommen damit aber nicht klar. Ich habe damit halt keine Probleme. Ich kenne es ja von Nalini Singh. Aber das wollte ich an dieser Stelle irgendwie einfach nochmal mit erwähnt haben, dass viele damit so Probleme hatten. Ich nicht. Ich freue mich auf den zweiten Teil und ich lese euch jetzt vor, worum es im zweiten Teil geht. Als NHL-Star... NHL. Als NHL-Star genießt Ben Westmore die Vorzüge seines Ruhms. Wilde Partys und unverbindliche Affären. Doch als eine heiße Nacht in Vegas mit seiner Unterschrift auf einer Heiratsurkunde endet, werden ihm zwei Dinge klar. Zum einen sollte er eine Zeit lang die Finger von Frauen lassen und zweitens braucht er dringend rechtlichen Beistand. Ersteres ist jedoch schnell vergessen, als sein Blick auf die Anwältin der Gegenseite fällt. Jetzt hat Ben nur noch ein Ziel, Olivias Herz zu erobern. Und ich denke, dass der zweite Teil auch wieder eine richtig, richtig süße Geschichte werden wird. Ich finde, es klingt auch wirklich ganz, ganz süß und ganz, ganz toll. Und ich freue mich schon auf Maybe This Love und bin gespannt auf die Geschichte. Wie gesagt, auch hier werde ich versuchen, das Buch irgendwie dann zeitnah wieder mitzulesen, dass ich auch hier die Reihe weiterbekomme. Denn rein fortsetzen ist ja auch wieder so ein Ding, was ich dieses Jahr auf jeden Fall machen möchte. Und ja, das waren die Neuzugänge vom Februar. Ich finde, es ist im Februar schon wieder eine ziemlich, ziemlich, ziemlich lange Liste gewesen. Leider Gottes, der März schaut auch nicht besser aus und ich vermute, im März wird noch einiges dazukommen. Verdammt! Aber so ist das nun mal. Aber ein Vorsatz war ja für dieses Jahr, ich muss nicht jedes Buch haben. Und das versuche ich mir auch immer noch zu verinnerlichen. Klappt bisher ganz gut. Und ja, mehr kann ich zu den Neuerscheinungen von Februar auch nicht sagen. Wie immer gilt, wenn ihr noch Bücher habt, wo ihr sagt, Leute, schaut euch diese Bücher unbedingt an, schreibt sie für mich und alle anderen gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!